Zivilisten als Amateurkiller im Auftrag der CIA. Durch Folter zum Töten gezwungen. Immer wieder erheben US-Bürger diesen Vorwurf gegen die CIA. This incredible person. Sie haben diesen wunderbaren Menschen derart missbraucht und gefoltert. And so tortured. Psychoterror und Gehirnwäsche gegen Zivilisten. Selbst Europäer sollen aufs Töten programmiert worden sein. Ein US-Bürger. How could my country? Wie konnte mein Land, meine Regierung, meiner Frau das antun? Was da so passiert ist, das ist doch einfach unglaublich. Diese Bürger klagen an. Jahrelang soll sie die CIA zu Gehirnwäsche-Experimenten benutzt haben. Der Name der Geheimoperation: MK Ultra. Übersetzt: totale Bewusstseinskontrolle. Erst Jahrzehnte später wird den Opfern das volle Ausmaß des Missbrauchs bewusst. Ja, ich war ein dressierter Killer. Das Ziel aller Geheimdienste ist, den perfekten Attentäter zu schaffen. Einen, der sich hundertprozentig steuern lässt, den nichts stoppen kann. Um ein Mörder zu werden, muss man programmiert sein, weil uns der menschliche Instinkt das Töten verbietet. Dublin, Irland. Hier lebt der frühere BBC-Korrespondent Gordon Thomas. Er ist Geheimdienstspezialist mit internationalen Kontakten. Seit Jahren forscht und schreibt er über die CIA-Operation MK Ultra. Schreckliche Verbrechen wurden im Namen Amerikas begangen. MK Ultra heißt nichts anderes als Manipulation, den Willen zu brechen, die Denkweise umzukrempeln, die Moral zu verdrehen. Doch davon abgesehen ist das oberste Ziel von MK Ultra, Mörder abzurichten. Die Geschichte von MK Ultra beginnt 1950. Der kommunistische Norden des geteilten Landes überfällt Südkorea, einen US-Verbündeten. Die Propaganda in Nordkorea läuft heiß. Gefangene US-Piloten prangern öffentlich den Biowaffeneinsatz der Air Force an. Die CIA befürchtet, Psychofolter der Kommunisten hat ihre Soldaten umgedreht. Heimkehrer gelten ab sofort als potenzielle Attentäter. 1951 beginnt unter CIA-Chef Alan Dulles die Operation MK Ultra. Das Ziel, eigene Gehirnwäschetechniken zu entwickeln, eine Art Impfstoff für US-Agenten gegen Folter. Mehrere hundert Millionen Dollar pumpt die US-Regierung bis Mitte der 70er Jahre in das Geheimprojekt. Die weltweite Schlacht um das menschliche Gehirn hat begonnen, so Alan Dulles. Fieberhaft wird unter anderem nach Manipulations- und Wahrheitsdrogen gesucht. Ein geheimer Schulungsfilm der US-Militärs aus den 50er Jahren. Er zeigt gesetzwidrige LSD-Experimente an amerikanischen Soldaten. Fort Detrick, das Geheimlabor der US-Army heute. Mindestens bis in die 70er Jahre experimentieren Chemiker illegal mit Substanzen, die das Gedächtnis auslöschen oder den Willen brechen. Rund 80 Privatinstitute machen sich zu Komplizen der CIA. Der Geheimdienst schließt internationale Allianzen. In einem konspirativen Treffen 1951, so dieser Bericht, überredet die CIA den kanadischen und britischen Geheimdienst mitzuziehen. Beispiel: das Londoner Royal Waterloo Hospital. Die Klinik soll umfangreiche Menschenversuche durchführen. Anflug auf die niederländischen Antillen. Hier lebt die 59-jährige Ärztin Anne aus Bristol, England. Anne ist davon überzeugt, Anfang der 70er Jahre
hat sie der britische Geheimdienst MI6 für MK-Ultra-Tests missbraucht. Welcome! Nice to see you! Nice to see you! Long time! Mit 27 Jahren sucht Anne wegen einer vorübergehenden Gemütsverstimmung das Royal Waterloo Hospital auf. Ich wurde eingewiesen. An die ersten Tage kann ich mich kaum erinnern. Dann hat man mir gesagt, ich soll so eine spezielle Schlaftherapie bekommen. Doch die Ärzte sagten mir, weil ich mich ständig dagegen gewehrt habe, sie wollten mich umprogrammieren, mich umdrehen, um meine Depressionen zu heilen. Und so haben sie mich in dieses Zimmer gesteckt. Ich glaube, da gab es 4 oder 5 Betten, vielleicht auch 6. Es war ein kleines Zimmer mit kleinen Betten. Wir waren mit Drogen vollgepumpt. Ich weiß noch, ich habe Barbiturate bekommen, starke Schlaf- und Beruhigungsmittel. So etwas hatte ich noch nie eingenommen. Dann gaben sie mir noch irgendwelche anderen Substanzen. Ich bin mir nicht sicher, aber im Krankenhaus stellt man ja auch keine Fragen. Man vertraut den Leuten doch. Sie konnten mich bald nicht mehr ruhig stellen. Deswegen bekam ich immer mehr und mehr Drogen. Das Licht wurde nie richtig angeschaltet. Wir lagen ständig im Halbdunkel. Wenig später kamen dann die Elektroschocks. Daran erinnere ich mich genau. Ich bin auf einer Liege festgeschnallt, mit einer Infusionsnadel im Arm. Als ich aufwache, bin ich völlig verwirrt und habe rasende Kopfschmerzen. Genau weiß ich nicht mehr, wie viele Elektroschocks ich insgesamt bekommen habe. Aber man hat mir gesagt, es waren 26. Das sind schon einige. Ich sag mal, das reicht völlig aus, um ein Gehirn zu backen. Dr. William Sargent, Annes behandelnder Arzt. Er starb 1986. Noch heute gilt er als einer der renommiertesten Psychiater Englands. Was Anne damals nicht einmal ahnt, Sargent forscht mit seinem Team im Auftrag von MI6 und CIA. Er wird von den Geheimdiensten finanziert. Dies bezeugt Gordon Thomas, der Sargent persönlich kannte. Sargent benutzt für seine illegalen Gehirnwäschetests meist depressive Frauen. Die haben sich für ihre Experimente völlig ahnungslose Patienten ausgesucht. Sie haben sich bestimmt überlegt, an wem lassen sich denn einfacher Menschenversuche durchführen als an depressiven Patienten. Wen kann man denn leichter umkrempeln? Wir waren doch deren Versuchskaninchen. Anne unterrichtet heute Medizin an der Universität Saba. Innere Unruhe und schwere Depressionen haben sie seit Sargents Foltertherapie immer verfolgt. Ohne Partner und Familie zieht sie in einer Odyssee von Job zu Job rund um den halben Globus. Afrika, Kanada, Arabien. Schließlich die Einsamkeit der niederländischen Antillen. Annes eigene medizinische Forschung hilft ihr, die erlittene Folter wenigstens wissenschaftlich aufzuarbeiten. Man bringt die gesamte Gehirnchemie durcheinander. Man macht Menschen verwundbar, sodass sie den Realitätssinn verlieren. Man gibt ihnen das Gefühl der völligen Hilflosigkeit. Du bist in einer Situation, aus der du keinen Ausweg siehst. Ich kann da nur für mich selbst sprechen. Von Anfang an habe ich immer wieder darum gebeten, dass ich entlassen werde. Und immer wieder haben sie nur Nein gesagt. Es war wie ein Albtraum. Du kommst da nicht mehr raus. Hast niemanden, der sich für dich einsetzt oder der dir erzählt, was wirklich los ist. Du hängst vollständig von ihrer Gnade ab. Genau da fängt Gehirnwäsche an.